So, ich wollte euch mal ein Update von den Granatapfelbäumen zeigen. Ja, das hier ist der eine von den beiden. Also eigentlich habe ich ja drei. Ja, der hat hier Winter drinnen stehen und sieht ziemlich gut aus, ziemlich groß gewachsen. Auch hier unten jetzt schon fast ein, kann schon fast Stamm nennen. Also ist schön verzweigt. Den habe ich auch eher so, wie soll ich sagen, so als kleinen Busch wachsen lassen. Und der wächst wunderbar. Und auch unten kommen echt schon saumäßig die Wurzeln raus. Also den kann man bestimmt bald auch wieder umtopfen. Und dann wird der bestimmt wieder einen Riesenschuss machen. Jetzt hole ich mal den anderen, den ich eher als, ja, wie soll ich sagen, an einem Stängel, an einem Stiel wachsen lassen habe. So, hier ist jetzt die Pflanze, die ich eher, ich sag mal, als Bäumchen anfangs gezogen habe. Man sieht ja hier diesen langen Stamm. Da haben sich jetzt an der Seite diese Seitentriebe gebildet. Die habe ich jetzt über den Sommer ja, einfach nicht mehr abgeschnitten. Aber generell sieht man schon hier, vor allem hier auf den Stamm, dass auch nichts wächst. Und dann hat er hier oben diese Kurve gemacht, weil der hing halt im Grunde genommen so runter, weil ich ihn nicht mehr angebunden hatte. Weil bis hierhin hatte ich ihn ja angebunden, damit er halt eben diese schönen, ja, Stammform bekommt. Und dann haben sich hier oben halt diese riesen Triebe gebildet. Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach diesen einen Trieb, der hier, diesen hier, der hier eh sehr gerade hochgeht, einfach als neuen Haupttrieb nehmen. Also dass im Grunde genommen hier so einfach weiter hoch wächst. Und das können wir jetzt ja einfach mal zurechtschnibbeln. So, dann schneiden wir hier einfach mal ab. Zack. Zack. Hier diese kleinen kann man einfach abzupfen. So, jetzt ist hier noch ein etwas dickerer. Ab. Hier auch das einfach wieder abzupfen. Na, oder noch nicht. Dann schneide ich es halt. Zack. So, und hier oben, wie gesagt, ich werde jetzt nur noch diesen hier stehen lassen, dass sich ein schöner Stamm bilden kann. Das schneide ich einfach hier einmal ab. Zack. Und hier den auch noch. Und diesen hier. So, das sieht jetzt ziemlich nackt aus. Aber so haben wir jetzt nur noch ein kleines Bäumchen. Jetzt müsste ich am besten hier das natürlich auch noch wieder anbinden. Wie gesagt, dann entwickelt sich jetzt dieser schöne Stamm. Und hier sieht man auch schon sehr schön, dass sich in diesem Stamm, in diesem Teil hier auch keine neuen Blätter mehr gebildet haben. Also er hat sich sozusagen damit abgefunden. Ja, den stelle ich jetzt wieder raus. Die stehen übrigens sowieso die ganze Zeit bei mir draußen auf dem Balkon. Und da wachsen und gedeihen sie. Haben bisher noch keine Blüten gemacht, aber da warten wir mal ab.